Rassismus und Diskriminierung. Gesellschaft braucht den Sündenbock, ein schwaches Herz für Hetzer pflockt, denn wenn der Mensch kein Feindbild wüsst, na, wie wüsst er dann noch, wer er ist, gell? Der Mensch ist nun mal Herdentier und schwarze Schafe braucht die Herde. Gefragt ist nur, wen wählen wir, der schwarze Schaf der Herde werde. Da wiederum sage ich, wir diskriminieren die Kinder, erklären sie zur schmutzigen Minderheit unserer Gemeinschaft und deklarieren ihnen Feindschaft. Na warum? In seiner Ungerechtigkeit, die Diskriminierung stets begleitet, wäre dies Gerechteste. Denn so ist jeder einmal dran. Von 0 bis 10 Jahren jedermann Prügelknabe der Nation. Und welches Kindlein stört das schon? Im Mittelpunkt, ob gut, ob schlecht, ist jedem Kindlein herzlich recht. Zudem ergibt das alles Sinn. Denn schaut's nur mal genauer hin. Entartet sind sie allesamt, mit kleinen Händen, kleinen Füßen. Als Säugling sind sie kaum im Stand, ordentlich auf Deutsch zu grüßen. Die Sprache wollen sie nicht verstehen, mit einem Jahr zu faul zum Gehen. 9 Monate haben sie es gratis fein in Mutters Asylantenheim. Ja. Da leben sie in Wohlfahrt dekadenter und fressen der Mutter ihr Plazenta. Was heißt da noch? Das liebe Kindl, das sind Schmarotzer und Gesindel. Sie wollen sich nicht integrieren, sind asozial nur unter sich. Und ihre fremdartigen Manieren sind kulturell sehr wunderlich. Wie sie sich aus dem Glauben schwindeln, tragen kein Kopftuch, aber Windeln, beten nicht zu Gott, Allah. Ihr Heidengott heißt Frau Mama und... Schaut sie euch an, in Bangladesch. Wer flickt denn das Gewand so fesch und die Schuchel denn so flink? Ja, versteht ihr schon den Wink? Die Kinder nehmen uns die Arbeitsplätze weg! Drum Zeit wird's, dass man sie versteckt in Kindertageslager. Städten, wo sie es dann eh viel besser hätten. Die Einrichtungen wären schon da. Ein Spielplatz liegt ja immer nah. Ein Ort disziplinierter Tollerei. Und drüber schreiben wir, Spielen macht frei. Und dann... Und dann bei H&M und Primark prangt, so hohl, dass kein Rebellenkind herangelangt. Das wird die Kaufeslust wohl mindern. In großer Schrift, kauft nicht bei Kindern. Und wenn Kinder erst der Volksfeind sind, als Volksschädling erst mal bestimmt, die weiße Unschuld, fort so dann. Dann rührt sie auch niemand mehr an. Erledigt. Wunderbar.